Rita hat gesagt, wir werden heute nichts kaufen im Fabrikshop. 120 Euro und ein paar Minuten später haben wir doch ein paar Steine gekauft. Es hat ein paar Teile gegeben, wo wir uns gedacht haben, da würde es nicht schaden, noch ein paar mehr Steine zu haben. Ein paar, die haben wir übersehen. Ihr habt uns ja auch Hinweise geschickt, was so alles noch erstrebenswert wäre. Und da haben wir natürlich die ein oder andere Handvoll Steine genommen. Eben, manchmal muss man zu lange. Ja. Genauso wie auch beim Essen. Wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung, ich glaube, Stars Restaurant. Da fällt dann nur mehr die Auswahl schwer, aber ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, es ist ein bisschen kühl drinnen. Und also dann unter freiem Himmel auf jeden Fall heute ziemlich intensive Sonne für Ende August. Ja. Auch glaube an die 30 Grad. Das Einzige, was ist, wir machen mal einen kurzen Schwenk mit euch und filmen die netten Mitarbeiter hier. Es ist heute super angenehm und die Wartezeiten, also wir sind heute schon, wie gesagt, 4,5 Stunden mit dem Zug hierher gefahren. Jetzt lassen wir den Legoland Express heute, glaube ich, mal aus. Aber von den Wartezeiten her heute eigentlich ganz, ja, okay, ich wollte gerade sagen, human. Es steht hier beim großen Rennen 45 Minuten. Da sind sie aber die letzten Male, als wir immer hier waren, bis draußen gestanden. Und heute steht man wenigstens hier schon bis in den Wartebereich hinein. Und auch, man merkt, dass die Sommerferien langsam aber sicher zu Ende gehen. Es sind bei weitem weniger Kinder hier. Und hier war letztes Mal so ein Trubel, dass ihr uns fast nicht verstanden habt auf der Kamera. Ja. Mit den Mikrofonen. Heute wieder, hoffentlich jedenfalls, um einiges besser. Ja. Ja, ich sag's euch. Rita ist nur mehr aufs Essen fixiert. Hoffentlich ist beim Restaurant nichts anstehen. Letztens mussten wir ja anstehen und nämlich, wir haben geschaut, auch bei diesem Weltrekordversuch bauen, stehen jetzt wieder oder noch immer die Leute an. Ja, wir kommen sogar vor, wie wenn also, jetzt in der Mittagszeit sogar noch mehr Leute dort stehen würden. Ja. Unser Ziel ist jetzt aber dieser Dinosaurier hier, oder besser gesagt das Gebäude, wo er so cool herausfliegt. Das Stars Restaurant, immer wieder eine Empfehlung wert. Ich glaube, ob ich heute nicht wieder diesen Ciabatta Burger esse, der hat mir letztes Mal sehr gut geschmeckt, diese Empfehlung des Hauses, oder wie der heißt. Ja. Nachher vielleicht kurz ein Abstecher ins Outlet oder vielleicht läuft auch ein Film. Kommt drauf an, wie lange das Essen. Das Outlet hat heute dauert. Schon offen. Ja, es ist nämlich schon halb zwei. In dem Fall später dran, aber das macht nichts. Wir gehen jetzt hier mal rein. Ihr wisst, hier gibt es Burger, hier gibt es Grillgut, hier gibt es alles Mögliche. Und es sieht so aus, als würde man hier gleich reingehen können. Rita lässt sich noch fotografieren. Passt. Ich bin zufrieden. Wir haben wieder das, keine Ahnung was, Roast Beef Sandwich, VIP Sandwich uns gegönnt. Vorzüglich, sehr empfehlenswert. Vollgefressen auf dem Weg ins Legoland Outlet. Nochmal zur Info, die Öffnungszeiten sind dort nicht wie im Park selbst von in der Früh bis am Abend, sondern nur von 12 bis 17 Uhr. Auch hier heute etwas ruhiger. Schauen wir mal, was sie heute hier haben. Notizbuch mit unserer Ninja-Freundin. Von der wir letztens die Bänder bekommen Ganz haben. Ganz richtig, Meister Wu am Start. Nein. Ist das liniert. Ja. Favorit. Statt 13 um 8 Euro. Sie haben aber auch noch jede Menge andere hier in Form eines Lego-Steins. Hier kleine Sets Friends. Haben wir, glaube ich, aber auch schon mal gesehen. Stifte, Set, Bleistift. Noch immer einige Videosets. Gespannt, wie lange es die noch geben wird. Mario, erste Welle, glaube ich. Das Set wollten wir mal haben. Haben wir letztens aber bei, ich glaube, Müller um etwa 40 Euro gesehen und dann liegen lassen. War ein Fehler, hier 56, was ihr Aufbewahrungsboxen braucht. 17. Und sie haben ziemlich umgeräumt hier.
Ski-Anorak, das wäre was für Tim. Hier war letztes Mal noch jede Menge Zeugs von Lego. Jetzt ist hier Kleidung. Was aber gar nichts mit, oder das ist schon Lego Wear. Ja, hier ist der Stein. Cool. Ja, eine Regenjacke. Und er wird immer gesehen, weil er leuchtgelb ist. Was haben wir hier? Oh, bei der bei diesem Bulk Lego gibt es heute auch ziemlich andere Steine. Sehr viele dieser Macaroni in Weiß und Schwarz, die müssen neu sein. Hier hat doch schon jemand was gebaut. Hier kosten die Steine auch ein bisschen weniger als drüben in der Fabrik. Statt 10 Euro müsst ihr hier nur 8 Euro zahlen für 100 Gramm Steine. Ja, keine Ahnung, es sind dort unten noch andere. Sieht so aus, als wären darunter andere Steine noch. Aber wie gesagt, die meisten normalen Bricks zahlen sich hier leider nicht unbedingt aus. Von denen dürften Sie aber auf jeden Fall welche bekommen haben. Wahnsinn. Was ich heute misse, sind hier Duplo-Sets. Ich habe Tim eigentlich versprochen, dass wir ihm Duplo-Sets mitnehmen. Die sehe ich irgendwie gar nicht. Nein, hier nur Brickheads, Adventkalender vom Vorjahr, Trolls und Super Mario. Dann wird es vielleicht eine Figur werden, die wir ihm heute kaufen. Oder ein Tier. Ich habe in dem versprochen, dass wir ihm ein Duplo mitnehmen. Suchst du was aus? Schauen wir mal, was es hier gibt. Er liebt ja Tiere und Figuren. Und seine Autos. Also vielleicht wird es auch ein Auto werden. Hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge. Die muss man pro Stück bezahlen, also nicht 100 Gramm. Die beliebtesten Teile überhaupt haben wir letztens. Ja. Hast du überhaupt ein Mikro eingeschaltet? Ich frage mich echt, für was ich 300 Euro in neue Mikros investiert habe, wenn Rita das Mikrofon immer ausgeschaltet hat. Weil ich mich ja auch mit den netten Leuten hier unterhalte und dann hätte die das alles auch gemacht. Okay. So, jetzt aber. Also das sind die beliebtesten Teile bei allen. Das ist wahr, ja. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob wir ihm nicht vielleicht ein Auto mitnehmen. Er liebt oder eine dicke Autos Ziege. Oder eine Ziege, wobei wir fahren ins Legoland und er bekommt eine Ziege. Oder eine schwarze Katze. Er hat schon eine rote und eine weiße Katze. Schauen wir dort noch nach drüben, wo es die Autos gibt. Oder jedenfalls gehe ich dort nach rüber. Ich habe mir gedacht, ein kleines Set bekommt er heute von seinem Papa, aber ja, sonst müssten wir in den City Shop schauen. Vielleicht haben wir dort Glück. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Karosserien mit Unterteilen. Den Traktor hat er schon bekommen. Ich glaube auch den Lastwagen hat er schon, wenn ich mich nicht täusche, oder den in blau. Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall diesen Kipper haben wir letztes Mal gekauft. Da haben wir den weißen dazu bekommen. Ja. Sollen wir hier was nehmen oder dann im City Shop? Im City Shop. Ja, okay. City Shop abgemacht. Dort wird vielleicht ein kleines Set für Tim gekauft. Mal sehen. Sonst an heute hier extrem viel Kleidung, was ich jetzt nicht besonders geil finde, ganz ehrlich. Denn hier gab es immer ganz coole Lego-Sets und so. Ich meine, die T-Shirts und so sind schon awesome, wie das hier. Das ist schon sehr cool. Ninja Forever. Aber ich würde lieber Sets hier sehen. Kommen wir mal weiter. Rita checkt extra für den Einspieler ihr Mikrofon. Ist es ein? Ja. Ich sehe nichts leuchten, aber Moment mal. Ja, du bist online. Nachdem wir im... Sie ist hier wieder ausgeschaltet. Nachdem wir im Outlet nichts gefunden haben, schauen wir jetzt mal kurz mit euch in den City Shop. Wie gesagt, es wird nicht viele Neuheiten geben, weil es ja noch immer August ist zum Drehzeitpunkt dieses Videos. Sorry, jetzt geht's wieder. Und wir warten jetzt auf Ihre formidablen Wortmeldungen hier zum Sortiment im City Shop. Oh, ganz am Anfang, danke für den Hinweis, gleich mal auf den neuen Katalog aufmerksam gemacht. Den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielen Dank, weil die sammeln wir ja sehr gerne und es gibt zwar nicht allzu viele neue Sets, glaube ich, aber den nehmen wir auf jeden Fall mit. Kannst du gleich hier reingeben. Thank you, in die Tasche. Ein Kameramann beim Lego City. Dingsbums. Auch die Hefte sind immer ganz nett. Ihr habt uns ja gefragt,
welche Sets es dort alles so gibt. Und wir haben jetzt den Buzz Lightyear-Film gesehen und kennen uns jetzt aus. Ich will ja nichts sagen. Also wir kennen das Raumschiff. Aber es haben eine andere Geschichte. Wir aber kennen Zurg, seltsame Geschichte irgendwie. Er war doch sein Vater, jetzt ist er selbst. Also Spoiler Alert! Und die Roboter, ja. Aber die, ich habe mich auch nicht ganz ausgekannt. Cooler, also werden sich die Leute übrigens bei diesem Spoiler sicher auch nicht auskennen. Schauen wir mal rüber zu Star Wars. Wir haben heute schon mit Leuten gesprochen, die hätten gerne die Cantina gekauft, weil sie jetzt im Preis steigen wird. Aber leider, die Plüschtiere sind cool. Einmal Yoda, einmal Chewie für 27 Euro. Also im schlimmsten Fall könnten wir Tim das LED-Licht mit den Enten mitnehmen. Also die Geschichte ist, ich habe ihm versprochen gestern beim Zu-Bett-Gehen, dass er von seinem Papa was bekommt von Lego mit oder von Duplo. Mit den zwei Enten. Und da hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn wir jetzt ohne etwas nach Hause kommen. Mal gucken. Ja. Übrigens auch sehr coole Sache, der gefällt mir so gut. Ein Vampir. Sind die größten Schlüsselanhänger um 13 Euro? Haben wir letztes Mal schon mit aufgestellten Kragen. So cool. Schauen wir rüber zu Luigi. Oh, wir sind jetzt auf der Hinterseite, aber so sehen die Luigi-Sets von hinten aus. Und Super Mario hier mit Plessy und den ganzen Freunden und ja, eigentlich auch Feinden. Die neuen Character Packs sind ja jetzt in den Kartons drin. Das heißt, da könnt ihr nicht mehr fühlen, was da drinnen ist. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie anders rausfindet. Wahrscheinlich eher schlecht. Ja, und es sieht wirklich danach aus, als gäbe es die Cantina heute nicht mehr für die Justifier am Start und auch den Lance und ein AT-ST-Setup 4. Mit den guten Baumteilen, will ich nicht sagen. Und einem Wicket, heißt der Wicket? Kann ich mir schon vorstellen, ja, dass das Set für die Figuren ganz interessant sein kann. Der Aufbau wahrscheinlich begeistert eher weniger. Ja. Landspeeder hier natürlich, Razor Crest links unten. Ja, dann Rita, bitte vorbeigehen. Das ist so ein tolles Teil hier oben. Bedrucktes Fensterteil. Und ich glaube, irgendjemand hat geschrieben, das ist das einzige Lego-Teil, was auf beiden Seiten bedruckt ist. Einzige Fenster, glaube ich. Einzige Fenster, so. Ich bin so traurig. Ja. Ich hätte es so gern. Aber die Sets kaufen wir mal, wenn die irgendwo im Angebot sind. Und da kann ich fast garantieren, dass es die irgendwann mal gibt. Ja. Oder wenn du für besondere Verdienste, Rita, wirst du das für Set mal... Für gute Lego-Videos. Ja. Kaufe ich dir das Set mal von unserer YouTube-Money. Aber auch also nur, wenn ihr brav länger dauern, einschaltet drei Jahren. Und klickt. Vier sonst Jahren. Wird es eher weniger was. Achterbahn hier natürlich, 400-Euro-Set, die Fußballstadien. Irgendeines von denen gibt es jetzt sogar beim Lego-Shop um 40% ermäßigt, also solltet ihr lieber dort zuschlagen. Auch ein Set, was jetzt im Preis um 50 Euro steigen wird, ist das Baumhaus hier heute noch für 200 zu haben. Dann unsere gesamten Ideas, Friends, das ist auch ein neues Set, was mich eigentlich interessieren würde. Mir gefällt dir die Rolling Stones Zunge auch sehr gut, muss ich sagen. Für Ritas Mutter speziell, glaube ich. Dann natürlich auch noch immer am Start der Daily Bugle, der jetzt auch, ich glaube, wird der um 50 Euro teurer, irgend sowas auf jeden Fall. Euro also sowas. Unglaublich. Ja. Ja. Und meine Ritterburg, ja, ich habe den Karton noch immer nicht aufgemacht. Ich hatte leider noch keine Zeit dafür, aber es wird ein phänomenaler Aufbau. Van Gogh 170, ja, man kennt sie. Man kennt sie. So, jetzt sind wir hier bei Tims Duplo-Teilen und Sets. Und ich weiß nicht, was Rita ins Auge gefasst hat. Hier müssen wir natürlich auch schauen, dass wir nicht drauf zahlen, weil viele Duplo-Sets ja bei Amazon und Co. zum Teil sehr günstig angeboten werden. Ein Flieger auf vier Rädern. Hier gibt es auf jeden Fall, also nicht, dass wir das nehmen müssen oder wollen, aber hier gibt es auf jeden Fall auch teilweise Angebote. Bei den Preisschildern müsst ihr schauen, hier zum Beispiel dieses Alphabet, 26 Buchstaben, 10er billiger, ganz toll. Was mir sehr gut gefällt, sind diese Zoo-Sets, weil er liebt die Tiere, weil er liebt alle Tiere.
hier mit diesem Wald Europa und der für 60 Euro. Also die sind schon sehr süß, auch mit diesen kleinen Vögelchen hier oben. Ja. Es ist ja auch das große Set extrem cool, weil so viele Tiere dabei sind. Wir haben ihm aber, ich glaube, das vergangene Zoo-Set mal gekauft und das bekommt er jetzt schön portionsweise immer wieder mal ein Habitat. Aber es gibt einige neue. Ja. Also ich glaube, das Krokodil war letztens nicht dabei, der Koala auch nicht, der auch nicht, der glaube ich auch nicht, der in einer anderen Farbe. Pinguine, glaube ich, gab es schon, der ist auch sicherlich neu, das Lama ist sicherlich neu. Was auch gut ist, dass sie ein paar neue Tiere reingegeben haben, weil immer das Gleiche. Ja, die sind einfach nett. Südamerika hier mit Lama auch und super Tukan. Super süß. Ja. Also wirklich super, super süß. Sowas soll es halt wirklich von City nochmal geben. Nämlich nicht nur Animal Rescue, sondern einfach einen Zoo. Wir glauben, dass das super gehen würde, denn der Zoo ist bei uns ein Mock, was ja nicht nur uns, sondern auch vielen Zuschauern einfach immer gefällt und wahnsinnig viel Beliebtheit bekommt. Da kann man Beliebtheit bekommen, wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist sehr beliebt, das Zoo-Mock. Ja, sehr schön. Oder Europa. Eines von den beiden nehmen wir vielleicht mit. Was gefällt euch besser, liebe Zuseher? Ah, wenn ihr das Video seht, sind wir schon nicht mehr im Legoland. Aber es sind beides total nette Sets. Ja. Und ich glaube, da sind wir eh bei den interessantesten Sets gewesen. Hier natürlich auch für euch die Möglichkeit, wenn ihr hier sein solltet, die Grimmauld Place 12 zu kaufen, weil das Set ja exklusiv ist. Aber da haben wir schon alles. Hogwarts haben sie noch nicht, aber hoffentlich bald. Und Lord Voldemort im Kleid. Ja. Viele der Schlüsselanhänger kosten jetzt leider auch schon 5 Euro. Die waren ja immer bei 3,99 eine Zeit lang. Jetzt 4,99. Ja. Ein Set, was ich, oder besser gesagt mehrere Sets, die ich schon länger haben wollte, die jetzt auch zum Teil im Preis steigen werden, gehören zur Friends-Serie. Diesen Wohnblock. Ich habe aber gerade gesehen, dass der im Internet für 99 angeboten wird. Da hilft es nicht mal, wenn wir den mit unserer 25% Jahreskartenaktion kaufen, mit diesem Gutschein. Dann auch die Giraffe noch immer, hätte ich gerne. Ja. Und die Kunstschule. Und die Kunstschule. Und was ich ganz ehrlich sagen muss, auch das Theater gefällt mir wahnsinnig gut. Oh ja. Viele haben ja da ihre Muppets-Figuren reingestellt. Das passt irgendwie total gut. Die Friends-Figuren raus und Muppets rein. Ja, das sieht auch, wenn es zu ist, total cool aus übrigens. Also Friends-Sets sind schon ganz nett, wenn man jetzt mal von den Figuren absieht. Die gefallen uns nicht so. Auch diese Bowling-Rollschuh-Disco ist ganz cool eigentlich. Ja. Hat viele tolle Teile. Und den Street-Food-Market haben wir schon. Den habe ich letztens gerade erst nach Wild City gebracht und mehr oder weniger zum Verbau bereitgestellt. Aber der ist noch auf, ich glaube, in einer Schacht dort. Ja. Ja. Wir schauen mal, was es sonst noch so gibt. Und später willst du noch nach hinten zu den Ninjago und Monkey Kid. Natürlich. Ja. Machen wir natürlich für euch auch einen Abstecher hin. Auch wenn ihr die Sets vielleicht schon gesehen habt. Es gibt auch vieles Nicht-Lego dort oder hier im City Shop. Hier Schild für Tim. Merchandising natürlich. Ihr kennt es. Also hier lohnt sich wahrscheinlich eher nur die exklusive Geschichte. Ein Set, wo wir jetzt gleich vorbeigehen werden, wo ich hoffentlich nicht schwach werde. Sanctum Sanctorum wird auch immer wieder mal bei mir aufgerufen im Browser, weil ich das Set sehr gerne haben will. Es ist aber nicht exklusiv, sondern gibt es bei vielen Händlern. 250 Euro ist natürlich schon sehr teuer. Schauen wir mal, Monkey Kid, auch die Ideen, die sie dort haben, die ganzen Teile, die hier verbaut werden. Ja. Hier die Wolken Sticker, sind sehr die, cool. Genau, also die haben da so coole Ideen. Und wir hätten da gerne das ein oder andere Set, aber leider, wenn wir die alle kaufen, da ist so viel Zeugs dabei, dass wir es eigentlich für die Stadt nicht unbedingt brauchen können. Ja, jetzt sind wir hier und wir sehen, dass Sanctum Sanctorum, wie es hier steht, modular, 250, ich habe gerade gerechnet, 25% off mit dem Gutschein, dann sind wir bei 190 ungefähr. Also es ist für den Preis auf jeden Fall ein schönes Set. Ob es so schön ist, dass ich es mir mitnehme, jetzt mal schauen, der hier, diese Wayne Bahnhof, der gefällt mir eigentlich auch sehr gut, diese Wayne Station. Da sind viele Teile dabei, die wir brauchen könnten. Rita, was sagst du? Sieht sehr, sehr cool aus. Das ist dieses Set hier. Kostet
69, kann das sein? Ja, 69 Euro. Heute hält es so schief, dass ich es nicht auf die Kamera bekomme. Viel Werkzeug dabei, viel Zeug, was wir natürlich nicht brauchen können, aber die Ideen hier sind super. Und das irgendwie, wie es so aufgebaut hier steht, gefällt es mir. Ja. Mega. Noch ein kleiner Blick zu City. Jetzt gibt es natürlich auch, weil wir immer wieder gefragt werden, ja, jede Menge Plüschtiere, Melone und Banane am die Start. Banane. Die ist doch mega. Ich glaube, die kommt auch noch. Ihr seht, da findet einfach immer was hier im City-Shop. Hier gibt es jetzt endlich die Züge alle. Dann gibt es auch Distanzsets. Leider sind sie sehr teuer. Die kauft ihr lieber woanders. Aber was wir heute, glaube ich, mitnehmen werden, ist dieses Set hier. Jedes Mal vergessen wir das mitzunehmen und heute wird es endlich soweit sein, glaube ich. Ansonsten haben wir ja da schon sehr gut eingekauft und sind da eigentlich schon ganz zufrieden. Sie haben sogar noch viele der älteren Sets hier auch noch, wie zum Beispiel diesen Wohnblock. Rita, was hältst du davon, heute dieses Set hier zu kaufen? Ja, ist eh nett. Ihr seht, diese Frau ist nicht begeistert von meinen Nein, Ideen. Ist süß. Nehmen wir mit, aber ich hoffe, was anderes auch. Wir schauen jetzt mal und melden uns dann wieder, wenn wir draußen sind. Ja. Was wäre ein Brixico Wild Legoland Vlog, wenn ich nicht Rita suchen würde? Sie kann nicht so weit weg sein, weil ihr Mikrofon Signal hat. Also ich hoffe, sie redet gerade nicht mit irgendwelchen Leuten, sonst haben wir das auch drauf. Wir haben jetzt im City Shop ich habe sie schon gesehen, sie sitzt direkt vor mir. Wunderbar. Wir haben im City Shop eingekauft und die Einkäufe deponiert am Jahreskartenbüro. Und da ist übrigens auch der Kinderwagenverleih nebenbei. Ja. Habe ich eingeschalten? Ich glaube schon. Moment, zuerst war eingeschalten. Ach, das ist immer das Gleiche. Und was wir uns beim Jahreskartenbüro auch geholt haben, und das freut uns besonders, Rita noch mehr wie mich wahrscheinlich, als sie diese Steine sammelt, wir haben uns einen Besuchsmeisterstein geholt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, weil es ein bisschen spiegelt. Man bekommt, wenn man mit seiner Jahreskarte eine gewisse Anzahl an Malen hier war, einen Sammelstein geschenkt. Die haben jetzt mal die 5 bekommen, weil wir 5, 10 oder 15 Mal. Ganz richtig, weil wir heute das 6. Mal in dieser Saison hier sind. Vielleicht knacken wir die 15, ich weiß es noch nicht. Müssen wir fleißig dran arbeiten. Wir waren eigentlich schon noch öfter da als 6 Mal, aber ich glaube, wir waren insgesamt schon über 10 Mal hier. Aber das Problem ist, wir haben das auf einer anderen alten Jahreskarte drauf. Und wir haben jetzt eine neue Jahreskarte und das wurde leider nicht übernommen. Aber mit unserer neuen Jahreskarte waren wir schon 6 Mal hier. Also Einkäufe deponiert, Rita erfrischt und gestärkt oder auch nicht. Sie will, glaube ich, Kaffee trinken gehen. Wir schauen jetzt aber mal zuerst ins Minifiguren-Atelier und da gibt es keine Widerrede, meine Liebe. Oh no. Auch ich muss mal hart sein und ja, den Willen meiner lieben Frau brechen oder zu brechen zu versuchen. Das meistens nicht klar. Wisst ihr, mein Rucksack ist so schwer. Und warum? Weil noch lauter Kaffee und sonst ja, was zum Essen drin ist. Ja, wir haben Eiskaffee mitgenommen. Wir packen jetzt den Sammelstein mal hier rein. Wir gehen jetzt kurz da in die Minifiguren-Atelier-Geschichte rein und dann flanieren wir noch ein bisschen durchs Legoland. Es ist Nein, jetzt wir trinken dann Kaffee 3:45 und trinken dann Kaffee und dann wird dein Rucksack gleich draußen. Habe ich dir schon 2 oder 3 Mal angeboten, dass ich ihn tragen kann. Ja. Ihr seht, Beziehungsstress im Legoland. Das wäre ja ein Videotitel. Wenn es nur das ist, über das wir uns streiten, glaube ich, halten wir das aus. Weil ich Kaffee möchte, und Christoph. Ja, ich würde gerne noch nach hinten zu den Rittern und vielleicht auch zu den Piraten nach hinten gehen. Ritas Mutter hat auch gesagt, ich muss ihr versprechen, dass wir heute mit den Piraten, wo man so nass wird, fahren müssen. Wir sind heute eigentlich mit noch gar nichts gefahren, weil wir doch von der Zugfahrt ein wenig erschöpft waren. Ja, nass im Zug sitzen. Ja. Mal schauen. Oh. Okay, genau. Ja. Wäre natürlich reges Treiben. Hallo. Ja, hier natürlich Minifiguren am Start. Dieses Set habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Also hier gibt es eigentlich Minifiguren Einzelteile.
Rita, wir warten hier auch auf Ihren Input, denn Sie sind hier die Meisterin. Soweit wir aber gehört haben, gibt es seit unserem letzten Besuch keine neuen Minifiguren. Aber dafür gibt es diese süßen Plüschis. Also es gibt einen Hotdog, eine Banane und die Wassermelone. Super süß, 19,99. Ich kann euch schon einen kleinen Sneak Peek auf das Haul-Video geben. Rita hat sich die Banane gekauft. Ja. Hi! Wir werden hier immer wieder wegen Ritterteilen gefragt. Die sind leider schon längere Zeit ausverkauft. Sie sollen immer wieder mal kommen, sind aber dann, wenn sie kommen, meistens innerhalb von ein, zwei Tagen ausverkauft. Und oh, das fühlt sich hier auch schon ganz schön, seitdem RTL die Geschichte hier mit den Figuren promotet hat. Gibt es hier mehr? Wir schauen dann auch natürlich zu uns beiden. Also ihr könnt hier für 4 Euro eine Minifigur platzieren und bekommt dann so eine Sammelfliese geschenkt. Das zeigen wir euch auch gerne mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hier auf jeden Fall auch schon einige der Container umgedreht, was natürlich nicht schön ist. Denn das heißt, die Teile gibt es nicht mehr. Ein paar Container schon fast leer. Aber ich gehe mal recht danach und schaue, ob sie was Neues erspäht. Wonach es aber nicht unbedingt aussieht, wenn ich jetzt so meinen Blick hier schweifen lasse. Dass ich diese Figur, hat es die schon gegeben? Wahrscheinlich ja. Also ihr könnt euch auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die Figuren zusammenstellen, wie ihr wollt. Eine Figur 2,49. Da könnt ihr ein Oberteil, ein Unterteil. Was ich lustig finde, eine Mischmaschkiste von Oberteilen gibt es hier und eine Mischmaschkiste von Unterteilen. Normal sind die so schön sortiert, aber es ist generell hier ein wenig ein Durcheinander. Piratenteile gibt es auf jeden Fall ein paar, falls ihr einen alten Piraten bauen wollt. Also zum Beispiel meiner Mutter gefällt das immer, wenn es so Mischmaschkisten sind. Das ist ganz richtig, ja. Ja. Ich würde sagen, wir schauen noch zu uns beiden und sonst schaut euch gerne das vergangene Video an. Ich weiß nicht, welcher Teil das war, Teil 3, Teil 4, wo wir den Minifiguren-Shop im Detail gefilmt haben. Und da werdet ihr sehen, was es dann so gibt. Kaffeepause heute mal nicht im Café Einstein. Heute ist irgendwie alles anders. Wir kommen mit dem Zug her, wir kaufen für unsere Verhältnisse wenig ein. Was war die Rechnung jetzt im City-Shop? Ich weiß es gar nicht. Weniger als 100 Euro auf jeden Fall. Dafür haben wir eine Bricklink-Bestellung hier abgeholt, mehr oder weniger von einem Freund. Und Rita trinkt Eiskaffee, den ich gestern noch bei Lidl gekauft habe. Der war eigentlich für die Zugfahrt. Der nicht mehr ganz so eisig ist, aber... Da habe ich 2 Becher für jeden gekauft. Den trinken wir so ganz gerne, wenn wir unterwegs sind. Und wir essen eine Banane und hier ist, glaube ich, noch ein bisschen Schokokuchen drin. Ja. Also sehr seltsam. Rita, wie geht's? Es ist jetzt 16 Uhr. Immer zufrieden, wenn ich Kaffee trinke. Das kenne ich. Wie gefällt es dir heute so hier im Legoland? Übrigens, wir sitzen, sehr gut. Wie könnte es anders sein? Im Miniland. Im Miniland. Lassen die Seele baumeln, lassen es uns gut gehen und ja, genießen ein bisschen den Ausblick. Wir haben gerade wieder mit einem Zuschauer von uns geredet, total cool. Deswegen war das Video im Figurenshop ein wenig abgehakt. Aber da drinnen ist es heiß, es sind 2 Millionen Leute. Und leider ist direkt vor unseren Figuren ein Kinderwagen gestanden, ja, wo wir dann auch nicht hinfilmen wollte ich nicht stören, können. Genau. Sind werden dort die Figuren bedruckt. Ja. Ja, also. Aber sonst ist es sehr, sehr angenehm heute. Die Leute sind eigentlich alle sehr, sehr gut drauf, weil es auch nicht so heiß ist, glaube ich. Mhm. Weil sonst ist manchmal, dass die Kinder dann schon raunzig werden gegen Ende des Tages, aber gar nicht. Sehr angenehm, muss ich sagen. Mir gefällt es heute auch, ich weiß, du fasst mich nicht, aber mir gefällt es auch sehr gut. Es ist irgendwie heute sehr wie gefällt es dir heute? Ich beantworte die Frage auch ohne gefragt zu werden. Mir gefällt es heute auch sehr gut. Es ist irgendwie um einen Ticken entspannter als noch in den August, Mitte August-Tagen, wo alles sehr busy war, wo viel mehr los war. Heute sind alle ein bisschen langsamer unterwegs. Wir sind zwar noch nicht viel gefahren. Ich habe zuerst geschaut, großes Rennen, 40 Minuten Wartezeit. Eigentlich wollte ich Rita heute nochmal in den Bionicle Power Builder, ihr habt ja gesagt Stufe 2, also machen wir Stufe 2, aber es
sie will momentan nicht. Na gut, dafür, dass sie heute schon hergefahren ist, in dem vollen Zug, ist sie entschuldigt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis unser Bus vom Haupteingang des Legolands wegfährt. Und da gehen wir einfach noch eine kleine Runde, nehmen euch immer wieder mal mit, wenn es was gibt. Ja. Und ich bin sehr zufrieden momentan mit dem Fortschritt des Tages. Vielleicht schauen wir auch nachher noch mal kurz zu diesem Weltrekord hin, ob es schon wieder neue Häuser gibt. Wie gesagt, der Mitarbeiter hat mir gesagt, dass sie sicher nicht bis zum 10. September Zeit haben werden, sondern schon viel früher wahrscheinlich, weil so viele Häuser gebaut werden, die Platte voll ist. Und übrigens keine Panik, wir haben das zuerst irgendwie mitbekommen, dass Häuser, die schon früher gebaut worden sind, irgendwie umgestellt werden. Das heißt, falls sie zurückkommt und das Haus steht nicht mehr ganz am gleichen Fleck, ist es wahrscheinlich nur irgendwie umgeparkt worden. Vielleicht, weil es wahrscheinlich Plätze gibt, die weniger gut erreichbar sind oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich bin zuversichtlich, dass sie nicht abgebaut werden. Ich hoffe auch, ja. Vielleicht die, was nichts geworden auch sind. Auch wenn unser Haus nicht so schön ist, eigentlich gar nicht. Aber egal. Ja, also solltet ihr hier sein, sagt bei unserem Haus Hallo, ihr seid gerne eingeladen. Auf stellt einen, eure Minifigur hin. Einen Becher Eiskaffee und schaut bei unseren Figuren vorbei. Und ja, macht euch eine schöne Zeit auf jeden Fall. Genauso wie wir. Ja.